So, willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich will mal schauen, ob ich hier in die Truhe komme, ohne die Zwischensequenz auszulösen. Aber nein, das gelingt mir leider nicht. Ich muss ja sagen, so ein kleines Bötchen hätte ich auch gerne. Und damit sind wir hier in Erdorath. Und dann möchte ich gleich mal einen Spielstand anlegen, denn die Zwischensequenz kann man leider nicht abbrechen. Und Das sollte ist jetzt nicht wahr. irgendwas passieren, dann müsste ich mir den nochmal anschauen. Ich kann das nicht glauben. Und damit sind wir dann auch in Kapitel 6, die Hallen von Erdorath. Und bevor ich jetzt nach Erdorath aufbreche, möchte ich mir das ganze Schiff noch mal ein bisschen anschauen, ob sich denn auf der Fahrt in der Zwischenzeit irgendwas verändert hat. Man erzählt sich ja so Vielleicht haben die einiges. Leute was Neues zu erzählen. Vielleicht haben sie irgendwas Ich weiß gar erlebt. nicht, warum er sich so aufregt. Hast du mir etwas zu sagen? Genau, Dieser das habe ich merkwürdige auch. Kerl, der sich Mario nennt, ist mir nicht geheuer. Er strahlt so eine böse Aura aus. Aha. Pass auf deinen Rücken auf, mein Freund. Das ist ja interessant. Aber warum muss ich denn so anpumpen mit? Hast du mir was zu sagen? Oh, wow. Daran wird sich nie was Hast du ändern. Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Schade. Wie in alten Zeiten. Oh. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Sehr schön. Wie in alten Zeiten bezog sich aber gerade nicht auf, dass er das Rezept nicht kennt und nichts kann. Welchen Rat kannst du mir geben? Ich habe so einiges. Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Natürlich. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Ah, sehr schön. Hast du Kronstöckel. Da fehlt mir leider das Gold für. Runensteine. Ist die Frage, kriege ich 500 Gold irgendwie? Oh, Elixier der Stärke plus 3. Witzig. Wo habe ich das denn her? 4 Bolzen. Hier, kannst du haben. Brauche ich nicht. Ja, ich habe nicht mehr so richtig was zum Verkaufen. Doch, eine Sache habe ich zum Verkaufen, die ich definitiv nicht mehr brauche. Die habe ich allerdings gerade ausgerüstet. Nämlich den Teleport zur Hafenstadt. Und ja. Den Ring der Steinhaut. So, den Ring der Steinhaut brauche ich nicht, denn ich habe den Ring der Unbesiegbarkeit. Der bringt das gleiche, nur noch mehr. Und den Teleport zur Hafenstadt bringt mir leider aber nicht 500 Mana ein. Der arme Kerl. Ich spiele mal noch ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Geld oder Dinge zum Verkaufen. Wahrscheinlich finde ich Dinge zum Verkaufen. Stärke plus 3, das nehme ich doch glatt. Dann bin ich bei Stärke 87. Und Mario ist Lester nicht geheuer. So, Moment. Milton hat doch noch irgendwas hey. Zu sagen, oder? Ich kann das nicht. Ah. Ich will meine magischen Fähigkeiten verbessern. Ich werde mein Bestes geben. Was ist denn diesmal hier in Erdorath dein Maximum? Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Ja, ich könnte dir was beibringen und du gibst mir dafür, sagen wir, den Grundstöckel. Wie wäre das denn? Nun gut, wie dem auch sei. Hier unten haben wir Laris und Diego. Wie sieht's aus? Na ja, recht gespenstisch die Grotte hier. Das ist doch nichts Neues. Hey! Das habe ich früher auch immer gesagt. Da sind wir.
Diese Insel ist doch nicht so weit von Corinnes entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Sieht sich ja so einiges. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Woher willst du das wissen? Ich hätte das Problem noch gar nicht gesagt. Nun gut, ich kann bei ihm auch einkaufen. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Niemand darf gegen die Göttliche. Vielleicht hätte ich ihm die Bolzen verkaufen sollen. Aber hey, er ist sie nur 4 oder 5 gewesen. So, Biff. Warte mal. Hey. Und? Wo sind nun die Reichtümer, die du mir versprochen hast? Was habe ich dir denn vorhin auf See gesagt? Deine Aufgabe ist erstmal, dieses Schiff zu bewachen. Ich habe keine Lust, zurück zu schwimmen. So ein Dreck. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in Corinnes geblieben. Ja, jetzt aber langsam. Wir töten hier große Drachen und... Du bist reich. Auf dem Schiff alles klar? Ja, alles ruhig. Da hinten läuft Gorn, aber ich bleibe erstmal auf dieser Seite. Schauen wir mal, was hier noch so auf mich wartet. Ob hier noch irgendjemand rumsteht? Nein, sieht nicht so aus. Ha, das ist der Mast, auf den ich in Corinnes geklettert bin und runtergefallen. Zu sterben. Wobei ich mich frage, ob sich es hier lohnt, ins Wasser zu hüpfen. Ob es da unten wohl irgendwas gibt? Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich aus dem Wasser rauskomme. Von daher würde ich mal sagen, ich speichere eine Runde. Und dann machen wir einen Ausflug ins kühle Nass. So. Da oben ist ein Feuer, aber das scheint der Weg zu sein, wo ich ohnehin später hingehe. Was ist hier unten? Ah, das Problem ist, ich sehe hier nicht so richtig was unter Wasser. Aber mir scheint, da ist irgendwie auch nichts. Nee, da ist nichts. Nee, komm. Es sieht gerade nicht so aus, als würde es hier wirklich irgendwas geben. Und bevor ich jetzt mich hier ewig durchschlängle, um irgendwie wieder an Bord zu kommen, lade ich einfach. Gut, da oben war ich, hier unten war ich, damit bin ich auf der Seite des Schiffs fertig. Ich würde mal gerne, wenn Mario sich so seltsam verhält, mit Mario eine Runde reden. Oder ist er nicht mehr auf dem Schiff, ist er abgehauen? Ja, okay, ich glaube, der war hier oben. Ja, genau. Da ist er doch. Jetzt kannst du deine Kampfkraft unter Beweis stellen. Langsam. Alles zu seiner Zeit. Hab auch nichts anderes von dir erwartet. Abwarten. Jetzt kannst du deine Kampfkraft... Langsam. Abwarten. Na gut. Klingt nicht so überzeugend. Kirion. Alles gut überstanden? Behandle mich nicht wie einen Idioten. Erledige, was du erledigen musst, und dann übergibst du mir das Schiff. Ja, das war der Plan. Aber zunächst wollte ich wissen, ob alles gut ging. Ich hoffe, du weißt, was du tust, mein Junge. Es wird nicht mehr lange dauern. Behalt den Kopf auf den Schultern und komm wieder in einem Stück zurück. Jep, mach ich. Du auch. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Aha. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Ich könnte dir einen Heiltrank geben, aber du bist ja leider schon komplett geheilt. Und hier ist gerade Gorn an mir vorbeigelaufen. Der treibt sich hier hinten rum, wie es aussieht. Warte mal. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Alles klar. So, das hier sieht ja mal mächtig aus mit diesen Lichteffekten. Ich finde das ja sehr hübsch. Und ich habe vorhin schon ein bisschen geguckt, mein Mana ist nicht mehr allzu frisch. Und außerdem ist 18.15 Uhr, wenn ich jetzt nach drinnen aufbreche, ins Innere der Insel. Wird's ohnehin dunkel. Von daher schlafe ich mal bis zum nächsten Morgen. Und dann haben wir hier noch... Warte mal. Perfekt. Vatras. Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann.
Keine Sorge, ich habe das Seelenruf-Amulett. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich tue. Das ist nochmal Gorn. Okay. Gut, damit habe ich, glaube ich, mit allen gesprochen. Ich war allerdings noch nicht hier unten drin. Ich will zur Sicherheit hier mal kurz reinschnuppern, ob hier nicht doch noch irgendjemand auf mich wartet. Also, beziehungsweise hier rumsteht und ich habe ihn noch nicht angesprochen. Aber ich glaube, ich habe mit allen gesprochen. Eine Laborwasserflasche. Ja, die nehme ich mal. Hey, die Buchkommode war doch vorhin besetzt von Vatras. Tränke magischer Kraft. Ja, gut, okay. Das ist jetzt nicht so interessant. Vielleicht hat sich im Lagerraum irgendwas getan. Weiß ja nicht. Die Fahrt war ja lang. Naja, die Vorräte sind noch da, wie es aussieht. Sind die Tränke und so noch da? Oder wieder, besser gesagt? Sieht nicht so aus, ne? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ha! Das hätte ich dir vorher sagen. Eine Laborwasserflasche. Meine Güte, Vatras, Milton, was habt ihr hier mit den Laborwasserflaschen gemacht? Warum erfahre ich das erst jetzt? Was habt ihr da gesoffen, den Alkohol abgefüllt? Und dann im Lagerraum euch die volle Dröhnung gegeben. Wobei das dann auch jemand anderes gewesen sein könnte. Nicht unbedingt die Magier. Tatsächlich würde ich in dem Fall sogar eher nicht auf die Magier, sondern auf die anderen tippen. Weil die relativ ignorant sein werden, wahrscheinlich bezüglich der Laborwasserflaschen. Dass die eigentlich für Magie gedacht sind. Aber hey, man kann auch Alkohol draus trinken. Ach ja, ja. Mit Banausen ist das Leben nicht so einfach. Nun gut, bin ich wieder hier, wo ich angefangen habe. Speichere nochmal eine Runde. Und dann brechen wir auf ins Innere der Insel. Zunächst mal haben hier schon die Leute Kisten ausgeladen. Okay. Ah ja, und da... Das ist so das, was ich von da unten gesehen habe. Ein Ork. Ein Einzelner? Nee, oder? Da sind noch mehr davon. Da hinten sind Feuerwarane. Hier sind Orks. Da hilft nur eins. Das hier. Na, den Vark habe ich leider nicht gekriegt. Den hole ich mir mal so. Ich meine, ein bisschen Mana muss ich ersparen. So, habe ich damit genug zum Verkaufen, um meinen Kronstöckel zu kriegen? Ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Und mir fällt da ist nichts gerade ein. Ich habe da mitten auf Kronstöckel geguckt, aber ich müsste natürlich auch gucken, ob er direkt die Tränke, die Mana Plus geben, zufällig bei sich hat. So, 150 Mana, das reicht sogar nochmal. Ist ja cool. Und hepp. Nicht, dass sie hier irgendwie runterfallen, das wäre blöd. So, habt ihr irgendwas dabei? Da ist nichts zu holen. Nein. Aber welchen Teil der Insel bewacht ihr denn hier? Geht es hier weiter? Gibt es hier irgendwas? Da hinten ist es eine Höhle? Ne, sieht nicht so aus. Ich habe bisher jetzt auch noch nichts gesehen, wo man aus dem Wasser wieder hoch könnte. Von daher soll ich hier wirklich, wirklich vorsichtig sein, dass ich nicht runterfalle ins Wasser aus Versehen. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen versteckten Aufweg. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den suchen zu müssen. Was haben wir da unten? Das ist einfach nur eine Sackgasse, okay. Gut, damit wäre dieser Teil hier auch erledigt. Mit den Feuerwaranen. Und ich brauche mal wieder Mana. hier bin ich mal lieber ein bisschen vorsichtig. Okay. Das sieht knapper aus, als es ist. Aber es ist knapper, als ich es gerne hätte. Okay, 20 Mana. Das heißt, mir fehlen 340. 75, 150, 40 kriege ich irgendwie nicht hin. 200, 250, 300, Feuerwurzeln, aber die brauche ich für meine Tränke. Heilwurzel, das war nicht so klug.
15. 30 und nochmal 15. Habe ich 5 verschwendet. Ah, ist okay. So, Lebensenergie. Warte mal, ich könnte doch auch... Ha! Ich bin doch blöd. Wo habe ich es denn? Leichte Wunden heilen. Das braucht wie viel Mana? 10. Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich verwenden können. Und dann 10 Mana mehr heilen. Okay, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Gut. Schauen wir mal, was sich hier noch so rumtreibt. Noch mehr Orks. Na, klasse. Den Schaman würde ich gerne erwischen. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Ja, das hat gereicht. Oh, sehr gut. Schamanen sind gefährlich. Nee, das ist kein Wag, der da brennt. Das ist ein Feuer. Okay, was ist das? Ein Wag. Na, dann komm her. Ein einzelner Wag. Na, hey. Das war fies. Mitten in den Zauber rein. Gut. Hätte ich nicht gedacht, dass sich hier so viele Orks rumtreiben. Andererseits, ja, nee. Nicht Gorn. Diego hat da schon recht. Klar, wenn die von hier kommen. Oder von hier aus angreifen, dann... Ist hier natürlich der ganze Nachschub. Ich hoffe mal, das sind jetzt nicht allzu viele. Joa. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe jetzt sogar genug zusammen, um mir meinen Kronstöckel zu kaufen. Bei Milton. Ich müsste bei Vatras schauen, ob der mir auch magische Dinge verkauft. Vielleicht hat er auch nochmal den einen oder anderen Kronstöckel. Ach, guck mal, hier ist noch ein Wag. Und ein Orkschamane. Uah, voll nicht gesehen. Aber er sieht mich zum Glück auch nicht. Noch. Noch. Jetzt zieht er mich. Na, komm her. Ah, so ein One-on-One-Duell gegen einen Ork hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich habe ja früher schon gewonnen, selbst gegen Krieger, also den Schamanen werde ich was schaffen. Ich wollte jetzt einfach nur keinen Mana verwenden für... Nichts zu holen. Der hat keinen Mana-Trank dabei. Ah, ist das ärgerlich. Genau aus dem Grund, weil mein Mana ist halt... Es ist zwar viel, aber halt immer noch relativ begrenzt. Nun gut. Ja, ich würde mal sagen, die Folge ist jetzt eigentlich eh schon wieder so lang. Ich würde jetzt mal das Ganze als Vorgeplänkel abtun und als erste Erkundungsreise. Und dann mir den Kronstöckel holen, gucken, was Vatras zu verkaufen hat. Und dann vielleicht mich nochmal aufs Ohr hauen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge weiter rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher, was hier so passiert ist. Wo treibt sich eigentlich Vatras rum? Ich habe den gar nicht gefunden gestern Abend. Schauen wir mal. Erstmal hier. Kann ja ewig so weitergehen. Milton. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange? Was kann ich dir denn verkaufen? Er hat nicht direkt die Tränke, die mich steigern. Schade. Was ich ihm verkaufen könnte... Was habe ich denn gefunden? Nix so richtig, ne? Was ich ihm verkaufen könnte. Ich würde die Waffen tatsächlich eher... Diego verkaufen. Okay, das war unklug. Aber ich kann mich ja eh nochmal ins Bett legen. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich... Nein, ich brauche keine Munition, aber ich möchte dir Dinge verkaufen. Nämlich zwei orkische Kriegsschwerter, Ork-Äxte, 286 Gold. Was habe ich noch gefunden? Feldknöterich. Verkaufe ich aber eher Milton. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Echt? War das alles? Ach genau, die Waagfälle. Die kannst du haben. Ansonsten... Habe ich gar nicht so viel gefunden, ne? Gut, ich habe 300 Gold. Ich habe ja noch einen Erzbrocken. Jorn, den kannst du auch haben. Und ansonsten... Ich könnte noch ein paar Dietriche hergeben, aber die sind halt wirklich nicht viel wert im Verkauf. Schade, ich hätte gedacht, das reicht vielleicht. Sehr schade. Gut, wo treibt sich Vatras rum? Vielleicht kann der mich heilen, vielleicht kann... der mir irgendwelche Dinge verkaufen? Wenn ja, möchte ich gerne wissen, ob er da oben ist, oder? Nee. Nee, ist er nicht. Vielleicht ist er in der Kapitänskajüte. Kabine? Kajüte? Keine Ahnung.
Ansonsten schlafe ich einfach. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Ich habe doch den Schlüssel für die Kapitänskajüte. Okay. Ach so, Vatras, der treibt sich wahrscheinlich bei der Alchemie rum, oder? Hier ist erstmal Gorn. Oder ist Vatras hier hinten irgendwo? Das sieht nicht so aus. Nee, dann wird Vatras wahrscheinlich gegenüber sein bei den alchemistischen Tischen. Bei dem Runentisch, bei dem Alchemietisch. Und dem Buchständer. Moment, ist das gegenüber oder ist das hier unten? Ne, das ist hier unten sogar. Huha, dieses Schiff ist so verwirrend. Hier ist das, genau. Witzigerweise hinter der Schmiede ist die Magieabteilung. Oder? Ja, genau, hier ist er. Hey, du. Kannst du mir etwas verkaufen? Was brauchst du denn? Okay. Nochmal zwei Kronstöckel. Oh mein Gott. Wie großartig. Wie großartig. Kronstöckel. Noch und nöcher. Ich kann mein Mana um 15 noch steigern. Allerdings, wie gesagt, brauche ich jetzt erstmal Heilung. Und dann ist auch schon die nächste Folge wieder da. So. Ich lege mich jetzt aufs Ohr und dann schlafe ich bis zum nächsten Morgen. Und dann sehen wir uns wieder auf dem Weg nach drinnen, auf der Suche nach dem ganzen Übel, das Corinis terrorisiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.